In diesem Video wandern wir durch die einzigartige Karesschlucht in den Picos de Europa. Guten Morgen, wir starten jetzt unsere Wanderung hier von dem Stellplatz aus, wo wir heute Nacht übernachtet haben und suchen jetzt die Bushaltestelle und versuchen mit dem Bus dann bis hoch zum Wanderweg zu fahren. Die Straße zwischen unserem Stellplatz in Posada de Valleón und Cain de Valleón, wo die Wanderung startet, ist für Wohnmobile seit neuestem gesperrt. Deshalb suchen wir eben jetzt die Bushaltestelle. Und dann wollen wir einen Teil der Route der Karis wandern. So, das mit der Busfahrt hat tatsächlich noch geklappt. Wir sind erst ein Stück gelaufen, es gibt keine ausgeschilderte Bushaltestelle und nur Google Maps hat uns das angezeigt, dass dort ein Bus lang fährt. Und es kam dann auch keiner zu der Uhrzeit, die wir erst dachten, und haben dann einen Einheimischen im Dorf gefragt, ob das denn die richtige Stelle sei zu warten, die Google Maps anzeigten. Er meinte dann, es gäbe keinen Bus, sondern nur die Taxis, die ungefähr 40 Euro hin und zurück kosten. Und die wir eigentlich vermeiden wollten. Und dann haben wir gedacht, ja gut, dann ist das vielleicht eine falsche Information mit dem Bus. Und wollten schon zurücklaufen zu den Taxiständen. Und da kam dann aber in dem Moment der Bus um die Ecke. Und der Fahrer vom Bus meinte auch, dass die Leute im Dorf ja letztlich absichtlich sagen, dass es keinen Bus gibt. Also da auf keinen Fall sich verunsichern lassen. Es gibt einen Bus, der fährt aber eben nur einmal am Tag hin und einmal am Tag zurück. So, und hier im Ort Cain, wo wir jetzt gerade angekommen sind, startet jetzt auch der Wanderweg und jetzt gehen wir mal los.
Die Route del Caris verläuft zwischen den Orten Cain und Poncibos und man wandert teilweise 2000 Meter über dem Grund des imposanten Flusses Caris, der auch namensgebend ist für diese Schlucht. Bei der Wanderung handelt es sich nicht um einen Rundweg, sodass, wenn man sich entscheidet, die Schlucht komplett zu durchwandern, man entweder hin- und zurückwandern muss. Das sind insgesamt dann aber 24 Kilometer, weil die einmalige Strecke sind 12 Kilometer. Wir haben uns deswegen entschieden, nur einen Teil der Route del Caris zu laufen und dann irgendwann umzudrehen und wieder zurück zum Bus zu laufen, der nur zweimal am Tag fährt. So, nachdem wir jetzt ungefähr eine Stunde gelaufen sind, machen wir jetzt hier kurz eine Pause und essen was und genießen ein bisschen die Aussicht in die Berge. Der Wanderweg gefällt uns richtig gut. Es ist bisher von der Steigung her überhaupt nicht der Rede wert und auch von der Höhenangst her geht es total. Also die Wege sind breit genug und ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß die Tour.
Also wir sind jetzt zurück im Camper. Wir waren jetzt ungefähr 5 Stunden unterwegs. Wir sind einige Kilometer die Route der Caris hineingelaufen. Und es war wirklich ein fantastisch schöner Wanderweg, den wir auf jeden Fall jedem empfehlen können. Die Busfahrt eben zurück hat nochmal gezeigt, dass es auf alle Fälle berechtigt ist, dass Camper diese einspurige Straße runter nach Kain nicht fahren sollten. Der Bus kam eben 2 Campern entgegen und es war eine ziemlich lange Rangiererei und wirklich auch recht gefährlich. Und kurz darauf hat er noch einen kleinen Transporter gerammt. Es gab wirklich einen kleinen Unfall, es musste noch ein Protokoll aufgenommen werden. Deswegen hat die 9 Kilometer lange Strecke auf dem Rückweg jetzt fast 50 Minuten gedauert. Dennoch können wir auf jeden Fall empfehlen, jeder, der vorhat, mit dem Camper anzureisen und aber den Wanderweg der Route der Caris zu machen, auf alle Fälle mit dem Bus zu fahren. Die Bushaltestelle als solche ist eben nicht ausgeschildert. Der hält hier mitten im Ort einfach. Und ja, dann kostet das Ticket dorthin pro Person 2 Euro. One way und dann nochmal 2 Euro zurück. Also ist voll okay vom Preis und das können wir auf jeden Fall jedem empfehlen. Morgen. Wir waren gerade noch an der Entsorgungsstation von dem Stellplatz, wo wir hier übernachtet haben. Der Stellplatz ist hier sehr schön gelegen, kostet 10 Euro pro Nacht. Man kann sich da online einbuchen, also es gibt keine Rezeption oder sowas. Und es ist sowohl eine Entsorgungsstation vorhanden, als auch Strom und Müll, den man hier entsorgen kann. Und dient eben perfekt als Ausgangspunkt, um die Route der Caris zu besichtigen, wenn man mit dem Camper hier ins Gebiet einreist. So, und jetzt fahren wir los und erkunden noch ein bisschen das Gebirge, bevor es dann wieder Richtung Küste geht.